Seit Monaten gehen tausende Jugendliche jeden Freitag auf die Straße, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Dabei gibt es bereits vieles, was Sie in Ihrem Zuhause für den Klimaschutz tun können. Die Initiative Klimawandlertour beschäftigt sich genau mit diesem Thema. 6 Wochen tourt das Klimaprojekt mit einem mobilen Energiehaus durch ganz Österreich. Und wir waren beim Start im Pongau in der Gemeinde Werfenweng für Sie dabei. Wir befinden uns in einer Welt, die sich klimatisch wandelt. Damit ist nicht nur der meteorologische, unaufhaltsame und immer offensichtlichere Klimawandel gemeint, sondern auch der veränderte soziale Umgang auf unserem Planeten. Georg Diekgruber hat zusammen mit Karl Forcher daher die Initiative Bewusst gemeinsam leben, lebenswerte Gemeinde ins Leben gerufen. Um die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, startete am 25. April die Klimawandlertour in der Pongau-Gemeinde Werfenweng. Im Grunde war es ja nicht meine Idee, sondern die Idee vom Kollegen, vom Karl, einfach zu zeigen, was es an Lösungen in unserem Land schon gibt und vor allem zu erreichen, dass die Gesellschaft viel, viel mehr mitwirkt. Die Lösungen sind wir alle und wir brauchen nicht auf eine Lösung von oben warten, sondern wirklich selbst mitzugestalten. Und das war der Hintergrund, dass wir eigentlich von dem Kongress Bewusst gemeinsam leben ein Thema außernehmen und mit dem in ganz Österreich mobil unterwegs sind. Stanglwirt, Ökoregion Keindorf, beim Heini Staudinger sind wir und da werden wir wahrgenommen und werden wir gesehen. Mit einem mobilen Energiehaus und vielen Ideen rund um Energie und Mobilität reisen die beiden Klimawandler 6 Wochen lang durch ganz Österreich. Die Gemeinde Werfenweng gilt österreichweit als Vorreiter in Sachen E-Mobilität. Ja, und diese Aktion Klimawandler, da kann man nur sagen, das können wir als Gemeinde nur als Gemeinde Werfenweng nur unterstützen, wo wir doch mit dem Thema so eng vertraut sind. Und es ist auch wichtig, dass das auch hergezeigt wird, dass das Bewusstsein gestärkt wird. Was bedeutet denn Klimawandel? Was bedeutet Klimawandelanpassung? Was bedeutet Klimaschutz? Und da ist diese Aktion Klimawandler, glaube ich, ein ganz wesentlicher Beitrag, den wir sehr schätzen. Mittlerweile gibt es kaum noch Automobilhersteller, die nicht mit neuen, innovativen Elektroautos den Markt erobern wollen. Weil eben weniger Wartungsarbeiten dann auch von den Kunden zu bezahlen sind, zu machen sind, aber sehr wohl sehr hochqualifiziertes Personal eingesetzt werden wird und auch bereits in der Arbeit ist, weil das natürlich eine sehr wissens- und schulungsintensive Technologie ist. Die Techniker freuen sich. Das österreichische Unternehmen in Pöttinger unterstützt die Klimawandlertour. Das Familienunternehmen will in den nächsten 10 Jahren 1 Million Tonnen CO2 einsparen. Aus biogenen Abfällen, aus Rindermist, aus jeglicher Art von Mist zuerst einmal das Gas, das Methan zu gewinnen und das dann in Strom und Wärme umzuwandeln und danach einen Kompost herzustellen. Das Ziel der Tour am 14. September ist das Messezentrum Salzburg. Wo wir Lösungen aus ganz Österreich zeigen, dazu bauen wir dort eine lebenswerte Gemeinde tatsächlich auf. Da sind 20 Vorzeigegemeinden bzw. 15 Wirtschaftspartner, Firmen dabei. Aber nicht nur das Klima, das globale Klima zu ändern, sondern auch das Klima unter uns Menschen zu ändern. Also die Mitmenschlichkeit wollen wir auch stärken. Wir sind nicht nur auf technische Lösungen fixiert, sondern auch auf menschliche Lösungen.